Aber das Denken in der Exekutive, dass man Grundrechte einschränken kann und hinterher sagen kann, da vielleicht geben wir sie in den Bürger wieder. Die Grundrechte des Bürgers sind das A und O in jedem demokratischen Verfassungsstaat. Und zunächst einmal kommen die Grundrechte, kommt das Recht des Einzelnen. Und dann kommt erst die Beschränkungsmöglichkeit, die verhältnismäßig zu sein hat. Und die Unverhältnismäßigkeit ist in vielfältiger Weise in diesen ganzen Grundrechten, Grundrechtsproblemen, Diskussionen evident.